Auch in der Rettungswache Wusterhusen kann ausgebildet werden, denn die Wache ist eine Lehrrettungswache. Eine Lehrrettungswache ist der Status, die angehende Notfallsanitäter praktisch auszubilden. Insgesamt gibt es in unserem Landkreis 20 Rettungswachen, davon sind 9 Lehrrettungswachen. Die beiden Rettungswachen in Greifswald, die Rettungswachen des DRK in Anklam, Wolgastrassenheide, Heringsdorf, Torgelow, Pasewalk und nun auch die Rettungswache des ASB in Wusterhusen. Ich lerne, wie man mit den Geräten umgeht und dann halt den Patiententransport zum Krankenhaus, wie weit mit den Patienten umgehen. Wie wir den versorgen, mit was für Medikamenten. Ich arbeite direkt auch schon am Patienten, kann auch kleine Dinge schon machen, auch im ersten Lehrjahr schon, was ich auch zum Anfang nicht gedacht hätte. Und ja, macht mir sehr viel Spaß. Um Lehrrettungswache zu sein, um also Notfallsanitäter ausbilden zu dürfen, muss eine Rettungswache vom Landesamt für Gesundheit und Soziales zugelassen werden. Eine Lehrrettungswache muss über entsprechendes Personal verfügen und von der Zahl der Einsätze in der Lage sein, praktisch auszubilden. Dazu wird der Nachweis von 800 Notfalleinsätzen pro Jahr gefordert. Davon müssen 400 Notarzteinsätze sein. Voraussetzung ist außerdem, dass die Wache ganzjährig und durchgängig besetzt ist und einen Rettungswagen rund um die Uhr im Einsatz hat. Diese Lehrrettungswache ist auf dem modernsten Stand. Ist also in meinen Augen die schönste Lehrrettungswache, die es hier im ganzen Kreis gibt, weil sie so schön neu ist. Wir haben hier zwei Rettungswagen stehen, auf denen wir üben und trainieren können. Also besser geht's eigentlich nicht. Guten Nachwuchs im Rettungsdienst auszubilden und auch hier in der Region einzusetzen, das ist für den Landkreis Vorpommern-Greifswald äußerst wichtig. Die Lehrrettungswache Wusterhusen bietet dafür als 9. Lehrrettungswache im Kreis beste Bedingungen.